Tagesordnungspunkt 20. Und zwar die Kostenübernahme für den Transport der Schüler während der Bauphase der GKB mittels Boostmobil, wobei sich die Eltern um den Transport im Boostmobil zusammensprechen und selbst organisieren müssen und die Mitteilung an das Boostmobil für Fahrten im gelegten Zeitraum werden, weil ich es jetzt bürokratisch nicht abschätzen kann, weil wir es nicht vorgeprüft haben, entweder im Vorfeld gleich direkt, wobei dazu ist ja, wenn man die Kinokartenbeschluss hernimmt, damals Grundlage gewesen, dass die Mobile-Karte Boostmobil notwendig war, damit nachgewiesen werden kann, wo ist der daheim. Das heißt, entweder müssten die jetzt auf die Schnelle eine Karte lösen und gibt's das dann Gemeinde, ab. Als Gemeinde war das personalisiert, als Gemeinde aber gar nicht. Ja, die sind ja personalisiert. Ja, schon, aber der Schulbus ist ja nicht personifiziert, oder? Wohl. Und die haben alle eine Karte. Ja, die haben eine Karte, die das so benutzen. Was kostet die Karte? Eine Karte kostet nichts. Wie lange ist der Verwaltungsaufwand dafür? Das ist, die stellen nicht wir auf, die stellen das Boostmobil aus. Das heißt, ich würde den Beschluss so fassen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Entweder die Eltern besorgen sich noch eine Boostkarte, wir informieren die Istmobil GmbH, dass vom Zeitraum Sperre bis Ende Sperre diese Fahrten direkt an uns verrechnet werden. Oder wenn sich das für die Eltern nicht ausgeht oder sie diese Karte nicht mehr bekommen, dass sie mit den Rechnungen in dem Zeitraum, das sehen wir dann ja eh, die kriegen ja im jeweiligen Boostmobil auch eine Rechnung, diese Rechnung am Gemeindeamt wieder rückverrechnen kann. Kennen Sie nicht, wenn Sie die Boostkarte nicht haben? Sicher, ja, sicher. Du kannst auch ohne Boostkarte das bestellen, nur dann musst du eben eine Rechnung geben lassen, dass das damit abgeholt wird. Da steht die Strecke nicht drinnen, aber wir sehen ja durch den Abgleich mit dem Melderegister, der Bewohner aus dem Bereich kommt. Und wir dürfen jetzt nicht anschauen, welches Kind ist, und dürfen die anschreiben. Das heißt, wir könnten jetzt aufgrund der dringenden... Aber so Informationsschreiben, wie es gewesen ist, das können wir Gemeinde machen. Ein Informationsschreiben können wir in die Postkasten hineinstecken, wo draufsteht, dass genau dieser Beschluss umzusetzen ist, in diesem kleinen Gebiet, also diese Straßen südlich des Bahndamms, südlich der Wieserbahn, die Straßen Weizenweg, Flurgasse, Getreideweg, das tut noch, das war's. Die Wassergasse ist davor, die kann ausgehen. Das heißt, wir haben dann Kinder der Volksschule, des Kindergarten und MMS oder Mittelschule. Die kommen ja auch nicht rüber zu den öffentlichen. NMS muss dann aber bitte, muss wirklich rechtzeitig jetzt von den Eltern gebucht werden, dass die rechtzeitig dann beim GKB-Bus sind. Die müssen dann trotzdem irgendwo umsteigen, fuhren auf der B70. Und die Volksschüler können auch bis zur Schule brauchen. Volksschüler können bis zur Schule brauchen. Wenn ihr das nicht dann zum Bushaltestell braucht, dann können wir nur wegen der. Das können wir nicht überprüfen. Wir können nur nachvollziehen, wir kriegen die Rechnung oder die Abrechnung von Gust sämtliche Fahrten für den betroffenen Zeitraum, die von Weizenweg, Getreideweg, Flurgasse in der Früh und zu Mittag, beziehungsweise wenn der Schule länger dauert, am Abend getätigt werden, sind in diesem Raum ersetzbar im Bürgerservice. Machen wir es überhaupt gleich mit der Rechnung oder der Abrechnung und nicht mit der Gustmobilkarte, weil das ist für die Leute am einfachsten. Wer in diesem Zeitraum einen Transport fährt mit dem Gustmobil zur Erreichung Schule, von mir aus auch Arbeitsplatz für die Leute, die da hinten wohnen, machen wir es gleich großzügig in die 1,5 Monate, die das sein wird, kennen alle, die da hinten wohnen, mit dem Gustmobil gefördert von der Gemeinde zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel bzw. Schulbus bzw. Volksschule oder Kindergarten. Volksschule. Jeder muss das im Gemeindeamt dann wieder sich holen. Ich hab nur die Frage praktisch dazu. Wenn ein Kindergartenkind in das Gustmobil einsteigt, kriegt er eine Rechnung. Der muss es ja bezahlen auch. Wie müsste das mit kleinen Kindern
vier, fünf Jahre oder mit Schulkindern, erste Klasse, zweite Klasse. Ja, ich glaube, das sind die Kindergartenkinder eh nicht vorhanden werden, oder? Weil die müssen ja sowieso gefiert werden. Ja, ich glaube, ich kann vierjährigen allein zum Kindergarten aufgeklärt, oder? Es gibt Kindergarten. Aber die Kindergartenkinder, die jetzt schon mit dem Gustmobil fahren, die sind bisher auch entweder selber, die nicht gefahren sind, sind geführt worden. Und die anderen, die sind jetzt eh schon drinnen. Wir müssen nur das Gustmobil, das ist ein guter Hinweis, informieren, dass die dort nicht fahren können, falls die dort gefahren sind. Die sowieso gefahren sind. Es gibt sicher welche, die haben das sowieso schon in Anspruch genommen. Die haben das dann aber eh schon großzügig geplant und eingebucht. Aber mit der Fahrt. Das tägliche Fahrt, mit der Fahrt, mit der Fahrt. Alle anderen müssen sich jetzt eben schnell zusammenreden und müssen schauen, dass sie das Gustmobil möglichst, weil es wird ja auch günstiger, wenn du zu mehr fährst. Das heißt, es ist schon im Interesse, dass alle das Plattel haben. Und die Nachbarn, dort ist ein kleines Gebiet, kennen sich ja. Das heißt, die reden sich zusammen, weil da kommt einer mit dem Auto, holt fünf Leute ab und fährt dann Vieri zum Beispiel und lässt dann den, der zur B70 zum Bus muss, weil er in die NMS Moskirchen muss, aussteigen bei der Haltestelle, fährt wie die anderen weiter, Volksschule, Kindergarten und wieder zurück. Beginn der Bauarbeiten ist 26. Oktober? Nein. Beginn der Bauarbeiten ist in der nächsten, was habe ich schon, diese Woche, Flurgasse Sanierung, übernächste. KW 37 ist der Baubeginn, wobei der die Schwere kann ich jetzt nicht dezidiert sagen. Das könnte aber, ich kann morgen leider nicht dabei, am Donnerstag leider nicht dabei sein, bei dieser Besprechung mit der GKB noch einmal genau thematisiert werden, die wird dann unten abgehalten. Dort könnte der Herr Bollansek euch diese Frage ganz genau beantworten. Wir KW werden von Gemeindeseite. Dann ist KW 39 gewesen, wenn jetzt 37 ist. Dann werden wir von Gemeinde das nochmal nachvollziehen, ab wann wirklich das fußläufige Überqueren nicht mehr möglich ist und von diesem Zeitpunkt an wird's. Und genau daraufhin werden wir das schreiben, ausarbeiten, so wie das jetzt war. Und da wird eben hineingeschrieben, dass man in dem Zeitraum das Gustmobil rückvergütet bekommt, wenn man mit einer Rechnung, einer Aufzeichnung, einer Abrechnung, wenn man sowieso vielleicht so erwarten hat, da kannst du dann online die Abrechnung ausdrucken. Alles für diesen Zeitraum wird rückvergütet. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen dazu. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Somit sind wir am Ende des öffentlichen Teils angekommen und ich bedanke mich bei den Zusehern fürs Kommen.